Aufbau eines oder wird über den Aufbau eines Sensornetzwerkes für die Messung von Stickstoffdioxid reden. Der Talk ist entstanden in Zusammenarbeit mit Dr. Nils Seidel von der Fernuni Hagen, dort Fachbereich kooperative Systeme. Und Ziel des ganzen Projektes, das ursprünglich auf einer Bachelorarbeit begründet ist, ist es, ein flächendeckendes Messnetzwerk aufzubauen, das das staatliche Messnetzwerk um einiges an Quantität und vielleicht auch Qualität übersteigt. Bitte, herzlich willkommen. Guten Tag, Patrick Grömer, mein Name, das habt ihr ja schon gehört. Ich stelle euch heute halt den Aufbau eines Sensornetzes für die Messung von Stickstoffdioxid vor. Hierbei beginne ich erstmal mit einer Vorstellung allgemein, was ist der Luftschadstoff Stickstoffdioxid, ist die aktuelle Gesetzeslage, die Referenzmessverfahren. Dann werde ich über den Aufbau und eine Kalibrierung einer Messstation sprechen. Hierbei werde ich unter anderem die Sensorwahl vorstellen oder erklären, den Versuchsaufbau davon, die Ergebnisse und die Probleme, die sich dabei zeigten. Und am Schluss wird es um die Darstellung von Messergebnissen und dem Sammeln von Messergebnissen in der Webanwendung davon gehen. So, erstmal Stickstoffdioxid. Was ist Stickstoffdioxid? Stickstoffdioxid gehört zu den Stickoxiden. Das sind Stoffverbindungen, die aus Stickstoff und Sauerstoff bestehen. Und es gibt auch natürliche Quellen dafür, bakterielle Vorgänge im Boden oder Bodennähe und dergleichen. Aber in der Stadt kommt das meiste Stickstoffdioxid durch die Verbrennung in Motoren zustande, beziehungsweise Stickstoffmonoxid entsteht da, um genau zu sein. Und zwar entsteht das bei hohen Temperaturen, wo sich aus Stickstoff und Sauerstoff Stickstoffmonoxid bildet. Dieses Stickstoffmonoxid ist metastabil, das heißt, trotz dessen, dass Energie am Anfang hinzugefügt wird, zerfällt es nicht von selbst wieder zu N2 und O2, was daran liegt, dass die Aktivierungsenergie für diesen Prozess zu hoch ist und bleibt halt dann als Stickstoffmonoxid in der Atmosphäre vorhanden, bodennah. Setzt sich dann allerdings mit bodennahem Ozon zu Stickstoffdioxid um, was dann der Luftschadstoff ist, den man so kennt und über den halt auch viel gesprochen wird. Die Gesetzeslage ist hierbei auf EU-Ebene, wurde festgelegt in der Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG, wurden Mindestanforderungen innerhalb der EU festgelegt. Diese Mindestanforderungen wurden ins deutsche Recht mit der 39. Bundesemissionsschutzverordnung überführt. Und in dieser 39. Bundesemissionsschutzverordnung sind halt Grenzwerte auch angegeben. Diese Grenzwerte basieren auf WHO-Empfehlungen, liegen hier bei Jahresmittelwert für die menschliche Gesundheit für 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, Stundenmittelwert von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das heißt, wenn man Stundenmittelwert überschreitet, eine gewisse Anzahl an, dann geht irgendwann Alarm los und die Behörden müssen gucken, was da los ist. Es gibt eine Alarmschwelle, wenn die überschritten wird, muss sofort was gemacht werden. Und es gibt einen Jahreswert zum Schutz der Vegetation für Wald- und Grünflächen. Bei diesen Grenzwerten ist vor allem der Jahresmittelwert für die menschliche Gesundheit derjenige, der die meisten Probleme macht. Man kann sich online die Messdaten anschauen von den offiziellen Messstationen und sieht da, dass diese Jahresmittelwerte für die menschliche Gesundheit halt das sind, was die Probleme macht und was auch zu Dieselfahrverboten und dergleichen führt. Es werden für die Messmethoden Qualitäten festgelegt in der 39. Bundesemissionsschutzverordnung, unter anderem für ortsfeste Messungen. Das sind diese Messstationen, die man so kennt und die am Bahnhof oder so hier in Leipzig zum Beispiel stehen. Orientierende Messungen, dazu komme ich gleich noch, Modellrechnungen und objektive Schätzungen. Orientierende Messungen können 25% Fehler haben, Modellrechnungen bis zu 50% und objektive Schätzungen 75%. Außerdem regelt die 39. BIMSCHV noch andere Luftschadstoffe oder Grenzwerte zu anderen Luftschadstoffen, zum Beispiel SO2, PM10, PM2,5 und dergleichen. Das in der 39. BIMSCHV festgelegte Referenzmessverfahren für Stickstoffdioxid ist das Chemolumineszenzverfahren. Hier zu sehen ist jetzt ein Analysator, wie halt eingesetzt wird.
von der Firma Teledyne. Es wird NO zusammen mit, also in diesem Analysator NO zusammen mit Ozon in einer Reaktionskammer zu NO2 umgesetzt. Hierbei entsteht Licht und dieses Licht wird detektiert und die Stärke dieses Lichts ist proportional zu der Menge an NO in dem Gas. Und wenn man jetzt die NO2-Konzentration bestimmen möchte, setzt man vorher das Gas über einen Katalysator um zu NO und dann kann man auch NO2 mit diesem Analysator messen, beziehungsweise es wird mit diesem Analysator NO2 gemessen. Also dieses Verfahren ist sehr spezifisch und hat wenig Querempfindlichkeiten und ist deswegen das Verfahren der Wahl. Es ist allerdings auch teuer. Also so ein Messgerät kostet 10.000 Euro aufwärts, was zum Großteil mit dadurch zustande kommt, dass zusätzliche Aufarbeitungsschritte für das Messgas enthalten sind. Das Messgas wird zuerst gekühlt, dadurch entfeuchtet, dann wird es auf eine Temperatur also aufgeheizt, damit die Reaktion in der Analysenkammer entsprechend schnell stattfindet. Und es hat also mehrere Aufarbeitungsstufen noch vorher. So, ein Alternativverfahren dazu, was als Orientierungsmessverfahren eingesetzt wird, sind die Passivsammler. Passivsammler werden für die Ermittlung von Langzeitmittelwerten eingesetzt. Es sind einfach nur kleine Röhrchen, welche mit einer Chemikalie gefüllt sind, welche über die Zeit NO2 aus der Luft anreichert und anschließend werden diese Röhrchen im Labor untersucht und man kann anhand der gemessenen Werte dann errechnen, wie ist denn der Mittelwert über die gegebene Zeit. So, das Messverfahren hat ungefähr 20% bis 25% Abweichung, wird deswegen als Orientierungsmessverfahren eingesetzt. So. Das behördliche Messnetz ist geregelt in der 39. Bundesemissionsschutzverordnung. Es gibt wenige, aber repräsentative Punkte. Das ist so das prinzipielle Ziel. Die Messstationen sollen an den Orten mit der höchsten zu erwartenden Belastung stehen, also an Hauptverkehrsknotenpunkten. Und diese Punkte sollen möglichst repräsentativ für ähnliche Orte in der Nähe sein. Also wenn ich jetzt an einem Verkehrsknotenpunkt das aufstelle, dann gehe ich davon aus, dass die Werte repräsentativ sind für Verkehrsknotenpunkte in der Umgebung. Allerdings wohnt nicht jeder an einem Verkehrsknotenpunkt, sondern halt auch Leute an der Bundesstraße oder dergleichen. Und dann kommt man zu der Frage, okay, wie ist denn die Luftqualität jetzt bei mir in der Umgebung, bei mir vor der Haustür? Wenn man sich mal das Messnetz in Leipzig anschaut, gibt es hier insgesamt 3 Messstationen und eine Hintergrundmessung, die jetzt hier in der Hintergrundmessung nicht eingezeichnet ist. Und die ganzen anderen umliegenden Gebiete haben halt keine eigene feste Messstation. Nun ist die Frage, wenn ich jetzt hier irgendwo unten rechts wohne, wie ist denn die Konzentration von NO2 bei mir zu Hause? Okay. Auf Basis dessen haben sich die Anforderungen an eine Citizen Science Messstation festgelegt. Sie sollte möglichst günstig sein, denn niemand möchte sich einen Analysator für 10.000 Euro zu Hause hinstellen. Auch wenn das schön wäre, wenn man so viel Geld hätte. Die Komponenten müssen verfügbar sein. Es gibt viele Komponenten in dem Sektor, die nur für gewerbliche Anwender und dergleichen verfügbar sind oder halt nur schwer erhältlich sind. Die Station sollte auch einfach nachzubauen sein und sie sollte möglichst präzise Messdaten liefern. Und hierbei, da wenn man eine Messstation aufstellt, man ja auch eventuell irgendwann damit zu einer Behörde gehen möchte und sagen möchte, ich messe bei mir zu Hause die ganze Zeit hohe Werte, sollten die halt auch gewisse Qualitätsmerkmale erfüllen und das sind halt diese möglichst idealerweise diese orientierenden Messungen. 25% Abweichung wäre das Ziel, damit man da was Belegbares hat. Gewählt wurden die Teile, also als Teil ein ESP32 als Basis. Der hat halt den WLAN mit integriert und 4MB Flash für eine Firmware, hat einen Analog-Digital-Wandler, also schon eine ganz gute Grundlage. Es wurde ein MICS 4514 Metalloxid-Sensor gewählt. Der ist für 16 Euro ungefähr im Internet verfügbar. Man kommt gut ran und er ist halt als Breakout-Board erhältlich. Das heißt, man muss auch nicht löten im Zweifelsfall, sondern kann ihn auf eine Steckplatine aufstecken. Ein DHT11 und DHT22 Temperatur- und Luftfeuchtesensor, denn solche Sensoren ohne Voraufbereitung des Messgases haben die Eigenschaft, dass sie stark abweichen, denn
also dass die Messwerte stark abweichen, denn sie sind abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und weiteren Faktoren. Das heißt, man muss eine Kalibrierfunktion finden, die diese Faktoren mit herausrechnet. Und ansonsten noch 370 470 Kiloohm Widerstände, um einen Spannungsteiler zu bauen und für den DHT11. Das hier wäre jetzt eine Messstation auf einer Steckplatine. Einfacher Aufbau mit Hilfe einer Steckplatine. Man muss nichts löten. Nicht jeder hat einen Lötkolben zu Hause, der eventuell mitmachen möchte, deswegen Steckplatine. Und nun ist die wichtige Frage, was misst der Sensor, beziehungsweise wie arbeitet der? Und zwar ist es ein resistiver Sensor, das heißt, er ein Metalloxidsensor, und er verändert seinen Widerstand mit Änderung der Konzentration an NO2 in der Luft. Das Datenblatt gibt einem hierzu diese schöne Grafik. Man sieht, dass der von der logarithmischen, doppellogarithmischen Skala der Verlauf der NO2-Konzentration gut zu sehen ist. Es gibt auch einen Einfluss von NO, der mir im späteren Verlauf noch Probleme verursacht hat, und Wasserstoff. Wasserstoff hat man im Normalfall nicht in seiner Umgebung, sollte man nicht haben. Ansonsten sollte man da wegziehen, wo man wohnt. Das wäre sehr gefährlich und explosiv. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist erstmal zu schauen, okay, stimmt das, was das Datenblatt dann sagt, ungefähr mit der Realität überein, die diese, also Sensoren haben. Ich habe also über einen Zeitraum von einem Monat mehrere Sensoren bestellt und untersucht. Und das ist der einfache Aufbau davon. Hier zu sehen in 1 ist ein Exsikator, das ist einfach nur so ein Glasgefäß, in dem man Sachen eigentlich trocknen kann. Und 2 ist ein Gasmischer. Ich habe also verschiedene Konzentrationen an NO2-Gas hergestellt, indem ich es mit einem Nullgas ohne NO2 verdünnt habe und die Sensoren bzw. die Messstationen in dem Gefäß in dieser Atmosphäre ausgesetzt. Also hierbei zeigte sich, dass die Widerstände, also die Sensoren, alle ungefähr den gleichen Verlauf haben oder eine gleiche Reaktion zeigen, auf der Y-Achse versetzt. Links sind jetzt der Ausgabe, ach, die ADC-Ausgabe, nicht umgerechnet in Volt. Aber man sieht, mit einer Verschiebung auf der Y-Achse könnte man die ungefähr zur Deckung bringen. Das ist schon mal ganz gut, denn das erleichtert eine Kalibrierung. Wenn man das Ganze übersetzt in dieselbe Skalierung, wie in dem Datenblatt angegeben ist, sieht das auch ungefähr so aus, wie das, was man erwarten würde, oder hoffen würde, wenn man das Datenblatt vor sich hat und dann die Ergebnisse hat. So, der nächste Schritt war, die Einflüsse einzelner Größen rauszufiltern, zum Beispiel der Temperatur. Wenn man halt einen Temperatureinfluss untersuchen möchte, wie macht man das? Wenn man Thermometer testet, bei mir auf der Arbeit, dann steckt man das Thermoelement von dem Thermometer in einen Block, heizt diesen Block auf und lässt ihn abkühlen und misst dann die Temperatur im Vergleich zu seinem Referenzthermometer. Da man im normalen Fall aber keine 250 Grad oder dergleichen hat, war die einfachste Lösung eine Styroporbox mit Eis, also mit Kühlakkus. Die Stationen wurden in diese Kühlbox gelegt, Deckel drauf, luftdicht verschlossen. Die Konzentration der Gase innerhalb der Box sollten sich nicht verändern, dadurch, dass es verschlossen ist. Und die einzige Größe, die sich verändert über die Zeit, ist halt die Temperatur. Ergebnis hiervon, ein schöner, relativ linearer Zusammenhang. Das heißt, wenn man mal kein NO2 messen möchte, kann man mit den Dingern auch theoretisch die Temperatur messen. Aber es zeigt ja einen schönen Zusammenhang, und auch die geraden Funktionen, die jetzt hier eingezeichnet ist, haben halt ungefähr passend, also gleiche Steigung. Anschließend habe ich eine Vergleichsmessung durchgeführt zu dem Analysator, der auch am Anfang zu sehen war, dem Chemolumineszenz-Messgerät. War es auf Chemolumineszenz? Das sah dann ungefähr so aus. Es wurde Außenluft gezogen in den Exsikator, durch den Exsikator durch und anschließend in das Messgerät. Das Messgerät ist mit 1 bezeichnet, der Exsikator wieder mit 2 und 4 und 3 sind die beiden Rechner, die die Daten aufgezeichnet haben. Hierbei zeigte sich auch über mehrere Tage hinweg, dass es jetzt diese Punktewolken sind, dass der NO2-Einfluss
den erwarteten Einfluss auf den Messwert hat. Es wurden hier jetzt Messgrößen ausgewählt oder Messwerte, bei denen die Temperatur innerhalb eines kleinen Bereiches lag, also kleinen schwankenden Bereiches, die Luftfeuchtigkeit innerhalb eines kleinen schwankenden Bereiches und auch die NOx und beziehungsweise die NO-Werte, die am Analysator gemessen wurden, innerhalb desselben Bereiches lagen. So heißt also auch über verschiedene Tage hinweg kommt man ungefähr auf diese Kalibrierfunktion. Wenn man die ganzen Werte noch korrigiert um die Temperatur, mithilfe der Funktion von vorhin, sieht das noch ein bisschen besser aus. Aber hier zeigt sich das erste Problem, das große Problem. Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid sind nicht in einem festen Verhältnis in der Umgebungsluft vorhanden. Stickstoffmonoxid entsteht bei den Verbrennungsprozessen zuerst, setzt sich dann in NO2 um, aber ein Teil des NO2 setzt sich auch wieder in Stickstoffmonoxid um. So, der Einfluss von dem Stickstoffmonoxid ist leider gegensätzlich zu dem Einfluss des Stickstoffdioxids, was sehr schlecht ist. Denn jetzt muss man vorher, also bevor man die Messstation benutzen kann, noch sich überlegen, wie kann ich denn das Stickstoffmonoxid entfernen. So, Temperatureinfluss ist auch nochmal untersucht worden. Zeigt sich auch hier ungefähr dasselbe, dass das hier so eine Wolke ergibt am Ende, liegt hauptsächlich daran, dass der Temperaturbereich bzw. der Bereich, in dem das lag, halt ein paar ppb waren. Und ja, aber es zeigte sich auch hier, dass der Temperaturzusammenhang, der zuvor ermittelt wurde. Nun die Probleme. Nochmal, der Einfluss von NO2 und NO auf den Sensorwiderstand ist gegenläufig. Schöner wäre, wenn es in die gleiche Richtung gehen würde oder der NO-Einfluss geringer wäre. Und NO2 und NO treten, wie gesagt, nicht im selben Verhältnis auf. Das heißt, ich kann keinen Rückschluss daraus ziehen, ich habe jetzt einen Messwert von X. Das heißt, ich muss NO2 in 100 ppb haben, oder ppm, und das andere muss in 80 ppm oder ppb vorliegen, je nachdem, was man halt hat, und treten halt nicht im selben Verhältnis auf. So, da man keine Möglichkeit hat, NO so separat zu messen, zumindest mit den Teilen, bleibt als Lösung hauptsächlich das Umsetzen von NO zu NO2. Mithilfe eines Ozongenerators, zum Beispiel aus dem Aquarienbau oder eines Oxidationsmittels wie Kaliumpermanganat, welchen gibt es da, erhöht aber die Komplexität. Das heißt, das ist das Problem, an dem ich momentan noch arbeite. Gut, nun, wenn die Messstation jetzt funktioniert, ist der nächste Schritt, ein Messnetz aufzubauen. Also sobald das mit dem Ozongenerator getestet ist und dann hoffentlich auch funktioniert, nächster Schritt, ein Messnetz aufzubauen. So, was sind die Anforderungen an so ein Messnetz? Es soll eine hohe Verfügbarkeit der Messstation vorliegen, das heißt, die Sensoren sollen möglichst nicht nach einem halben Jahr oder dergleichen kaputt gehen. Es soll möglichst feinmaschig sein, damit zeitlicher Zusammenhang besser sichtbar ist. Das heißt, wenn ich meinetwegen eine Verbrennung habe irgendwo und da kommt eine riesige NO2-Wolke mit raus, dann möchte ich den Verlauf auf der Karte sehen können. Und dafür müssen die Messstationen halt möglichst dicht beieinander sein. Idealerweise kann man durch viele Sensoren, die dicht beieinander liegen, defekte oder fehlerhafte Sensoren erkennen. Und man kann halt auch Orte erfassen, die halt weit weg von den ortsfesten Messungen der Behörden sind. Wichtig, wie am Anfang schon gesagt, ist die Angabe des Messfehlers der Messstation. Denn No data is better than poor data, hieß es im Qualitätsmanagement immer. Und wenn man wirklich was mit den Messdaten anfangen möchte, muss man halt wissen, wie ist der Fehler der Messwerte. Das Ganze sollte auch noch eine Möglichkeit bieten, also sollte eine Möglichkeit geboten werden, die gemessenen Daten zu sammeln und abzurufen. Also das Erste, was man dann macht, ist sich überlegen, wie stellt man das dann dar, solche gesammelten Messdaten. Grundsätzlich kommen da drei Sachen in Frage oder drei Möglichkeiten erstmal, die viel umgesetzt sind. Das eine ist eine Heatmap. Eine Heatmap wird von einem Punkt aus eine farbige Fläche erzeugt und andere Punkte in der Umgebung färben diese Fläche entsprechend mit, je nachdem welchen Wert sie haben. Man hat eine gefärbte Karte. Es gibt Hexbin-Maps, das ist unten links dargestellt. Da wird die Karte in gleich große Sechsecke eingeteilt und die Sechsecke werden eingefärbt je nach
Konzentrationen in ihrem Bereich. Hierbei kann es Probleme geben, wenn jetzt eine Messstation an einem äußeren Rand von dem Sechseck liegt und sehr hohe Konzentrationen misst, aber der Rest des Sechsecks halt eigentlich niedrige Konzentrationen hat, kann es ein bisschen die Darstellung verfälschen. Und es gibt halt die einfachen eingefärbten Punkte oder Marker auf eine Karte, was halt nicht so wirklich übersichtlich ist, wenn man sich einen schnellen Eindruck von dem Ganzen machen möchte. Hier habe ich eine Plattform programmiert, OpenNox. Es bietet eine Webanwendung mit einer Bauanleitung für die Messstation, wie sie aktuell ist. Halt noch immer mit dem Problem, dass sie halt NO querempfindlich ist, wo ich mir momentan Überlegungen zu mache. Man kann Messstationen registrieren und man kann historische und die aktuellen Messdaten abrufen. Der Quellcode liegt auf GitHub und die Messdaten aus den Versuchen, die Sensoren zu kalibrieren, stelle ich auch zur Verfügung. Vielleicht hat ja irgendjemand noch eine Idee und kann mit den Messdaten irgendwas machen, was ich nicht wusste. Und aktuell werden auch die offiziellen, also einige der offiziellen Messstationen in Nordrhein-Westfalen angezeigt. Das Problem hier ist, dass jedes Bundesland da so ein bisschen seine eigene Suppe kocht, wie die Messdaten der offiziellen Messstationen bereitgestellt werden und wie die Lizenzen für diese Daten sind. Die Seite sieht dann ungefähr so aus. Momentan führt der Link von OpenNox.de auf das GitHub-Repository, weil ich heute früh noch etwas Probleme mit dem Provider hatte. Man hat auf jeden Fall die Karte mit den Messwerten. Das ist in München-Gladbach und das Grüne wäre jetzt die offizielle Messstation, die da steht an der Straße. Und die beiden blauen Punkte wären eigene Messstationen, die halt momentan nur Rohwerte liefern würden. Und es gibt eine Anleitung mit der Teilliste, um das Ganze nachzubauen, weil selber nachbauen, vielleicht auch selber erweitern. Es gibt von dem ESP32 auch noch verschiedene Versionen mit verschiedenen Zusatzfeatures. So könnte man in Zukunft zum Beispiel auch eine mobile Messstation bauen, die entweder über UMTS die Daten übermittelt oder halt auf einer SD-Karte speichert und sie dann im Nachhinein übermittelt. Gut. Der Ausblick hier halt, was halt zu tun ist, das Lösen des Problems der Querempfindlichkeit gegenüber Stickstoffmonoxid. Wie gesagt, da habe ich jetzt einen, also versuche ich jetzt was mit Ozon zu machen, um das NO vollkommen zu NO2 umzusetzen. Man würde dann zwar Stickoxide insgesamt messen, kann aber über die Differenzbildung bzw. dann über eine Kalibrierfunktion das wieder zurückrechnen. Bekanntheitsgrad erhöhen, das mache ich gerade, hi. Den Aufbau eines Messnetzes, wo ich hoffentlich Hilfe bekomme, wenn Leute sich dafür interessieren. Mit Hilfe dieses Messnetzes kann man dann anschließend NO2-Verursacher, welche aktuell nicht bekannt sind, eventuell identifizieren, weil vielleicht gibt es irgendwo eine Fabrik oder sowas, die Unmengen an NO2 rauswirft, was jetzt noch keiner weiß, aber dann in Zukunft vielleicht. Und das erweitern um weitere Funktionen und Sensoren und Funktionen, wie halt zum Beispiel UMTS, um halt mobil auch messen zu können oder halt kurzzeitig an irgendwelchen Orten. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Das war schneller als erwartet. Ihr habt jetzt reichlich Zeit, Fragen zu stellen. Oh, da rennen die ersten schon. Mikrofon 2 war schneller. Es sind sogar zwei Fragen. Wie viele Messstationen sind schon bei OpenNox? Die eine und das andere, wäre nicht ein etwas besserer Temperatursensor wie ein BME 280 noch sinnvoller? Der ist ja nur unwesentlich teurer. Also erstmal, wie viele sind da? Da das gerade erst anfängt, eine. Okay. Eine eigene. Der Temperatursensor, der Einfluss der Temperatur ist halt relativ linear, sage ich mal. Also ein besserer Temperatursensor kann man machen, wäre auch in Zukunft sinnvoll, aber für das, was man jetzt hier gesehen hat, reicht der aus. Also gehen wir davon aus, wir ermitteln einen Nullpunkt für die Messstation. Dann reicht es, wenn wir wissen, es hat sich um 1 Grad verändert
Und bei dem normalen Messbereich von 20 Grad oder 25 Grad sollte das reichen. Besser natürlich kann man gucken in Zukunft, warum nicht. Jetzt das Internet bitte. Aus dem Internet kam die Frage, ob eine Integration oder Zusammenarbeit mit Luftdaten.info geplant ist, da es ja irgendwie in dieselbe Richtung geht und er lieber einen Sensor mit Stickstoff, Feinstaub und allen Daten hätte, anstatt 15, die verschiedene Daten messen. Ich hatte Luftdaten.info am Anfang meiner Bachelorarbeit angeschrieben, aber keine Antwort von Ihnen bekommen. Ja. Da hinten winkt jemand, vielleicht ist das die Antwort. Hallo. David, Martin und ich, wir sind von Luftdateninfo. Wir arbeiten auch schon an der Thematik, deswegen super interessanter Vortrag. Vielen, vielen Dank. Also wir würden sehr gerne zusammenarbeiten. Wir wollen vielleicht auch noch ankündigen, wir sind jetzt Sensor.community, also eine Plattform. Nicht nur Luftqualität mit Feinstaubmesssensoren, sondern eben auch beide Ansätze, die du jetzt erwähnt hast, nämlich auch eine große europäische Kampagne, wie das nämlich schon erfolgreich war, in Belgien mit diesen passiven Sensoren. Wir koordinieren jetzt auch die Institutionen, also wunderbarer Vortrag, wirklich. Vielen, vielen Dank und wir müssen unbedingt reden. Wir können ja gleich gerne noch reden. Genau, ihr könnt das gerne weiter draußen fortsetzen. Eine Frage. Weißt du, wie langzeitstabil die Sensoren sind? Ob die in einem Jahr noch immer die gleichen Werte anzeigen, wenn die gleiche NO2-Konzentration in der Luft ist? Also das hängt von der Belastung vor Ort ab zum Teil, weil es gibt dieses Vergiften von den Sensoren. Das heißt, gewisse Luftschadstoffe haben einen negativen Einfluss und beschädigen diese Sensoren auf Dauer. Also verschlechtern diesen Messwert. Ich habe jetzt ungefähr 5 Wochen bei mir laufen gehabt, nicht 5 Wochen, 5 Monate, Verzeihung. Der hat sich relativ wenig verändert. Ich wohne allerdings auch im 2. Stock. Das heißt, also der wird nicht so extrem Luftschadstoffen ausgesetzt sein wie halt eine Hauptverkehrskreuzung. Das heißt, das ist individuell abhängig und ja, schwer zu sagen. Also 5 Monate schaffen sie schon mal, wie es aussieht. Mikro 1, bitte. Danke für den interessanten Vortrag erstmal. Wir haben am Anfang gesehen, dass die Kurven, also die Messkurven alle relativ gleich ausschauen, aber halt irgendwie versetzt sind. Mhm. Hast du gute Ideen, wie man das sehr einfach irgendwie vielleicht die sozusagen die Eichung davon machen kann, also ohne, dass man da das 20.000 Euro Messgerät sozusagen gegengleicht? Ja, und zwar wenn man halt davon ausgeht, dass die Messwerte eine gewisse Abweichung haben dürfen, kann man davon ausgehen, also zumindest meine Hoffnung, dass nachts nicht unbedingt null ist, aber so 10 bis 20, also 10 ppb, ungefähr 5 Mikrogramm, die Konzentration an NO2 in der Luft ist, beziehungsweise NO, und man entsprechend dann eine Nullung durchführen könnte und dann halt diesen Nullpunkt verschieben kann. Das wäre zumindest das, was man versuchen könnte, um halt einen täglichen Abgleich durchzuführen, um halt rauszufinden, ob der Sensor stark abweicht von dem, was man erwarten würde. Gäbe es vielleicht einen Ansatz, um selbst... Bitte keine Dialoge. Nein, okay, frag noch. Also du kannst ja antworten. Also man könnte natürlich auch hingehen und einfach ein Prüfgas nehmen, um das Ganze zu begasen. Dass es halt auch in der Atmosphäre ist, meinetwegen in einem Kochtopf oder dergleichen, aber man hat halt auch kein Prüfgas zu Hause. Deswegen ist dieses nachts versuchen, das zu machen, wenn der Nullpunkt da ist, das Einfachste. Deswegen auch, es ist ganz gut, dass die nur verschoben sind in einer Achse, weil dann kann man da ein bisschen was machen. Ohne große Technik. Jetzt der Signal Angel, bitte. Warum möchte man einen Messwert nur für NO2 anstatt für Stickoxide insgesamt haben? Sind nicht alle Stickoxide gesundheitsgefährlich? Stickstoffdioxid im Speziellen ist lungengängig, weil es schwer wasserlöslich ist und verursacht, also ist deswegen mit als einer der Hauptprobleme für diese erhöhte Sterblichkeit identifiziert, bei Halbgründe. Diese professionellen Messgeräte messen auch noch Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, aber der Sensor kann halt auch nur, also man braucht halt mehr Sensoren. So. Okay. Ein Hinweis, bitte redet
deutlich in die Mikros rein. Also nehmt die Mikros nah in den Mund, wenn ihr Fragen stellt, dann seid ihr besser zu hören. Mikro 3 kann das jetzt mal ausprobieren. Hallo, servus. Danke für deinen Vortrag. Wären vielleicht so Art bei einer Kryptografie gibt es so Krypto-Partys? Wären vielleicht Calibration-Partys hier interessant? Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man halt entsprechend dann die Konzentration einstellen könnte. Quasi wäre auch eine Möglichkeit, ja? Gute Idee. Das Mikro 2, bitte. Hallo. Es gibt ja noch, also du verwendest ja resistive Sensoren. Mhm. Und es gibt ja noch andere resistive Sensoren, die zum Beispiel für NOx und CO2 sensitiv sind. Und dann gibt es optische Sensoren, die nur für CO2 empfindlich sind. Könnte man über eine Kalibrationskette deinen Sensor kalibrieren? Nein, also es ist so. Es gibt optische Sensoren, auch mit Laserarbeiten, die kosten aber so 100 bis 200 Euro. 30. Dann zeigen wir den, ich will den sehen. Also nicht CO2, jetzt. CO2, ja. Gleich. Es gibt halt dafür elektrochemische Sensoren, die allerdings halt auch Querempfindlichkeiten zeigen und halt auch teurer sind, so 130, 150 Euro kosten. Deswegen habe ich mich für den resistiven entschieden. Eine Kalibrationskette von CO2 auf NO2 ist halt nicht möglich in dem Sinne, weil das ist zwar in einer Messzelle drin eventuell, aber es sind wahrscheinlich verschiedene Messelemente. Es müssen verschiedene Messelemente sein, damit man verschiedene Werte messen kann. Aber komm gleich gerne mal wegen dem Sensor zu mir. Die nächste Frage von Mikro 1, bitte. Ja, danke für deinen Vortrag. Bin laut genug, ja. Ja, bei Luftdateninfo gibt es da beispielsweise auch einige Schwächen bei der Feinstaubmessung bezüglich Feuchtigkeit. Du hattest es am Anfang genannt, entweder ich habe nicht aufgepasst oder hattest du das jetzt noch betrachtet, nicht nur die Temperatur, sondern auch die Empfindlichkeit zur Feuchte? Das Problem ist, dass ich keine Klimakammer habe, um also verschiedene Feuchtigkeiten zu erzeugen. Das heißt, ich habe das versucht bei der Vergleichsmessung zu machen, genug Werte zu ermitteln mit verschiedenen Feuchtigkeiten. Leider war innerhalb der Woche die Luftfeuchtigkeit immer relativ gering, in einem sehr kleinen Bereich. Es zeigte sich ein Zusammenhang, aber für die Darstellung hier war das meines Erachtens nach noch nicht ausreichend. Ich muss dann noch weitere Versuche machen, noch mal gucken, wie das verläuft, um halt rauszufinden, wie das Ganze tatsächlich im Zusammenhang steht. Okay, danke. Ich befürchte, da könnte es noch mehr Probleme geben. Ah, das kommt, ja. Also es gibt ein... Und noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Ja, die Frage kommt nicht aus dem Internet, sondern von mir selber. Und zwar, der Preis der Station besteht ja jetzt aus den einzelnen Komponenten. Korrekt. Wäre es nicht billiger für den Massengebrauch in Deutschland, ein PCB-Zulieferer oder irgendwas zu benutzen? Und könnte das dann nicht auch vom Staat irgendwie unterstützt werden, dass das dann sogar kostenlos oder zu einem geringeren Preis an die Bundesbürger geschickt wird? Da ich mich leider mit dem Sammeln von Supportgeldern und dergleichen nicht gut auskenne, ist das etwas, wo ich noch nicht so drinne stecke. Aber ein fertiger PCB mit allem drauf wäre natürlich eine Option, die man, wenn genug Interesse besteht, gehen könnte. Und wenn man überlegt, also PCBs kann man ja relativ günstig herstellen. Also das wäre durchaus, was man machen könnte. Aber da habe ich noch keine Aktien drin, sag ich mal. Eine Frage von Mikro 3, bitte. Ja. Gibt es einen Einfluss von der Höhe, auf der die Messgeräte angebracht werden, auf den einen Einfluss auf den Stickstoffgehalt in der Höhe oder auch irgendwo Abschirmung durch Straßenecken? Und wie kann man das dann bei mehreren Sensoren vergleichbar machen, dass man da gemeinsam Ergebnisse bekommt? Ja, das gibt's und das ist sogar ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich an der Straße messe und eine Begrünung habe und hinter der Begrünung messe oder vor der Begrünung, ist das ein gravierender Unterschied. Es gab ja auch diese Diskussion, die Messstationen würden zu nah an der Straße stehen, stellt die weiter weg und dergleichen, weil genau dieser Distanzeinfluss halt vorhanden ist. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, man müsste es halt bei den Sensoren noch zusätzlich mit erfassen als zusätzliche Information meinetwegen. Ich wohne im zweiten Stock, weil die Konzentration da tendenziell geringer sein wird als in Bodennähe. Also ist eine weitere Information, die noch erfasst werden muss, der Aufstellungsort des Sensors. Die nächste Frage, Mikro 2, bitte. Ich wollte nur erwähnen, weil jetzt ein paar Sachen angesprochen worden sind. Matthias und ich sind in einem Projekt, das Open Air Cologne heißt. Wir machen genau eine integrierte
Sensorlösung mit dem Mix und dem ESP auf einem Board, das auch nochmal erweiterbar ist durch andere, also durch Feinstaubsensoren. Und was jetzt auch von einem Helmholtz-Projekt verwendet wird, um ein bisschen flächendeckender Luftdaten und auch mit Gesundheitsdaten zu korrelieren. Und da sollten wir uns wahrscheinlich auch mal zusammenstellen. Ich stehe gleich noch da. Ja. Hoffe ich. Genau, die Bitte, wenn ihr weiter Diskussionen oder Informationsaustausch machen wollt, dann könnt ihr das danach machen. Jetzt geht es um Fragen. Bitte Mikro 1 nochmal. Wie siehst du das, wenn du jetzt da zusätzlich eine Oxidation einbauen willst, damit alles zu NO2 umgesetzt ist? Wäre es dann vielleicht möglich, aus einer Messung mit Oxidation und ohne Oxidation sozusagen das Verhältnis von NO und NO2 aufzulösen? Korrekt, das ist der Plan. Die professionellen Messgeräte machen das ja vom Prinzip her auch. Die gehen hin und oxidieren bzw. messen erst NO alleine, denn sie messen selektiv nur NO und messen anschließend NOx, indem sie halt das NO2 zu Kohlenstoff, also Stickstoffmonoxid umsetzen und bilden dann die Differenz. Ähnlich könnte man das auch machen, wenn man halt den NOx-Wert hat. Man weiß, wie viel NO und NO2 insgesamt da sein müssen. Man kann dann aus dem zweiten Messwert das theoretisch zurückrechnen. Aber dafür müsste man halt auf jeden Fall erstmal alles NO2 umgesetzt bekommen, zuverlässig. Gut, ich sehe noch eine Frage an Mikrofon 2, bitte. Wie kann man nur NO messen? Die Messung von NO selbst in diesen professionellen Messgeräten? Nö, billiger. Also gibt es resistive Sensoren nur für NO? Nein, leider nicht. Also zumindest nichts, was ich gefunden habe. Nicht, dass ich, Irrtum nicht ausgeschlossen, aber ich habe halt nichts in dem Sinne gefunden, was jetzt preislich angemessen ist. Gibt es jetzt aktuell noch Fragen, eventuell aus dem Internet? Signal Angel hat keine Frage mehr. Dann scheint die weitere Diskussion an einer anderen Stelle stattfinden. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank für deinen Vortrag. Noch einmal einen Applaus.